Todes Flabber. Ich weiß nicht, ob dieses Wasser hier so gesund ist. Ich habe kein Ziel. Ach, du bist bei uns. Ja, ich bin wieder da. Ach ja, den kenne ich auch schon. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich kann das nicht angreifen. Ja, gut. Gut. Dann muss ich hier noch Terrorbestien töten, 10 Stück. Ah. Yay. Ich werde mitgenommen. Ich bin Nacherfuchs. Nacherfuchs. Nacher Bruderfuchs. Ja, ich bin so klein, ich gehe in dem Wasser hier unter. No. Ich fange an zu schwimmen hier. No. Oh. Ich bin zwar nicht müde, aber ich wechsle trotzdem schon mal auf dem Energy. Das hat mich gestern Wunder gewirkt, dass ich dann bis, keine Ahnung wann, ich konnte irgendwie nicht einschlafen. Ich habe meine ersten Energy auch schon intus, nachdem ich wach geworden bin. Nee, da bringt's dann meistens bei mir noch nichts. Aber ich nutze die Gunst der Stunde und durfte mich hier gerade von A nach B transportiert. Es war wirklich interessant heute Morgen. Ich wach so auf, guck's auf die Uhr 6 Uhr morgens. Denk mir erstmal so, warum bin ich schon wach? Guck auf Twitch. Ah, deswegen. Als hätte ich es im Gefühl gehabt. Ein Pfötchensensor. Ja, so eine Art. Oh. Frisches hat mir alle meine Lieblingssorten Rockstar Energy besorgt. Oh, geil. Ich hab leider nur diesen Hausmarken Energy von Lidl, diesen Kong. Ich mag den eigentlich gar nicht, aber ist besser als nichts. Ja. Hier sind keine Terrorbestien mehr und ich will nicht mehr in diesem hässlichen Wasser schwimmen. Oh. Aber ihr werdet Vergrößerungszauber für mich. Na, no. Iron, danke für die 5 Bits. Und den Murloc. Ich wollte gerade sagen, wo sind hier Murlocs? Murloc! Ich hab mich auf das Wort schrecklich gesagt. Was? Ich konnte früher mal das Murloc-Geräusch richtig gut nachmachen, aber das habe ich voll verlernt. Anfangs fand ich das mega nervig. Mittlerweile geht's. Es ist halt das übelste Uralt-Meme, ey. Was brauche ich? Kritischer Treffer? Kritischer Trefferwert? Ausweichen? Angriffskraft? 15 Sekunden? Zaubermacht brauche ich ja nicht, ne? Angriffskraft? Ja, eher auf Angriffskraft gehen. Okay. Zaubermacht ist, glaube ich, nichts okay. für dich. Okay. Das müsst ihr mir dann am besten sagen, was ich dann am besten brauche, aber... Hm? Also gut, wenn was mit Magie steht... Zum Sieg. Kann ich mir denken, okay, das eher nicht, aber alles andere, da bin ich dann irgendwie dann okay. Du bist so ein bisschen der Bade, nur dass du ein Pet dabei hast. Kritische Treffer und Angriffskraft. Okay. Juhu, Kapitel 2 von 8. Hey, das ist das erste Mal, dass ich 2 hintereinander habe, also, ne? In einer ich Reihe. Ich bin noch bei Kapitel 1 von 8. Oh. Na, nach der Quest nicht mehr. Ja, wenn mal ein paar... Ich überlege gerade, was sinnvoller ist. Erst nach unten zu gehen. Also ich habe unten schon ein bisschen angefangen. Das Schlimmste ist, mich triggert's ja, wenn ich beim Geschichtsfortschritt nicht 8 von 8 da stehen habe. Ich glaube, damit werde ich dann am Ende irgendwie auf den Keks gehen. Weil ich weiß nicht, ich kann das irgendwie nicht ab, wenn ich weiß, da ist noch was. Das hat mich nämlich allein mit meinem Main nämlich schon genervt. Ich wäre schon lange im anderen Gebiet gewesen und ich dann erstmal bei Google geguckt, okay, wo muss ich jetzt hin? Wo ist das? Und du denkst dir nur so, nicht ernsthaft.
Die Rüstung ist cool. Da ist noch eine Terrorbestie. Die Waffe ist cool. Dufte sieht cool aus. Und geil ist der kleine Zwerg da hinten drauf. No! Ein Baby-Murloc. Der war einfach mal so von Niedlichkeit. Also mittlerweile das Gold dafür. No. No. Cute. Zwei Terrorbestien. Ah ja, doch, war besser. Okay. Ja, komm, dann erstmal das da. Ich liebe mein Füchschen. Nein! Was ist das denn? Nein! Nein, wie geil! Froggy! Ich will auch! Ich will auch! Der ist ja cool! Oh mein Gott, ich will auch! Der ist mega! Weißt du, und ich habe halt nur so lame. Na gut, nein, mein Fuchs ist nicht lame. Mein Fuchs ist toll. Ich liebe meinen Fuchs. Genauso wie meine Katze. Ich hab nur die Standard-3-Tiere. Ich hab halt das Himmelsross, Fuchsfamiliar, dann halt diese Windreiter, den Wolf, Flusen, auch wenn ich bis jetzt nicht weiß, woher ich den habe. Also aus dem WoW-Shop, aber ich habe mir eigentlich nichts gekauft, aber egal. Vielleicht habe ich den irgendwann mal geschenkt gekriegt. Ich habe ja auch das erste Abo-Geschenk gekriegt gehabt. Also. Dann jetzt sich Wölfe. Oh. Wandern das Urtum. Promotion. Okay. Collectors ist ja schon, bin ich der Meinung. Aber okay, das kann auch sein. Stimmt, das könnte auch sein. Und die Wölfe sind halt einfach geil. Den Enten habe ich auch. Ich habe den halt irgendwann mal gekriegt. Ich weiß halt aber auch nicht woher, ne? Ich glaube, irgendwo auf der Insel, wenn man da ein bisschen mehr macht, als nur die Story, um da durchzurattern. Den hat jeder geschenkt bekommen. Ach, das war das Ding. Okay. Okay. Oh, ich hasse es, wenn meine Tiere Geräusche machen. Ich habe jetzt meine Dufte zurückgelassen. Das Witzige ist, findet mich eh schneller als ich euch. Ich brauche ein Ziel. Irgendwie habe ich das Verlangen, diesen Nebenmission zu machen. Und andererseits denke ich mir so, oh, mache ich jetzt einfach nur Story? Ich habe kein Ziel. Das Schöne ist halt, je mehr Nebenmission ich mache, desto schneller steige ich im Level auf, ne? Zuerst etwas anvisieren. Jo. Ja, ich nehme tatsächlich alles an, weil die Mission kann ich, glaube ich, gar nicht machen, weil die Horde momentan schon die drei Sachen kontrolliert. Ach, ist das dieses PvP-Ding? Die Höllenfeuerbefestigung, da soll ich die Sachen einnehmen, aber es geht ja gar nicht dann. Ja, gut. Gut, gut. Ich glaube, das war eine Quest, die habe ich nie gemacht. Aber sie gehört doch nicht zu den... zur Geschichte. Ich reite jetzt erst zur Falkenwacht, hol mir da den Flugtypen, damit ich da hinreisen kann jederzeit und fliege damit dann zurück, um die Mission, die ich habe, abzugeben. Das ist mein Plan. Mein Plan ist einfach nur so schnell wie möglich Level 20 zu erreichen. Eigentlich Level 30, damit ich fliegen kann. Ich bin Level 13. Ich muss zuerst etwas anbieten. Ich bin richtiger, Level 14. Level 14, ich auch. Da ist. Okay.
Bei mir war es tatsächlich vorher schon abgedingselt. Gefrickelt? Ja. Bei mir stand schon 1 von 1. Ich weiß nicht, ob es zählt, wenn es einer macht. Okay, es gibt einen Reitentypen hier. Frage ist, wo ist der? Hi. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Da. Das heißt hier finde und dann... Finde Reitermeisterin. Fackel. Haha! Ich war nützlich. Oh, wie komme ich denn hier auf den Turm jetzt? Ah, so. Ah, da ist das weibliche Füchschen. Questlog. Gehen wir da schon runter? Hallo. Hallo. Na? Die Pizza hat sehr gemundet, muss ich sagen. Es freut mich. Das ist doch sehr gut. Also Chili im Teig war eine sehr gute Idee. Nicht die Zunge weggebrannt? Nö, das ist gar nicht so schlimm gewesen, wie gedacht. Okay. Ich glaube, einmal hatte ich auch sowas. Das war aber auch ganz in Ordnung. Also ein bisschen Chili kann ich auch ab, aber so manches ist dann doch ein bisschen zu heavy. Ja, nee, man soll es auf jeden Fall nicht übertreiben, das stimmt. Okay, das Mount ist auch geil. Das ist das Volpera Standard Mount. No! Ich muss mal WoW spielen, ich merke schon. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt Richtung Süden. Da. Also nach unten. Goa, genau. Gut. Oh ja, 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 ja. Ich glaube, du wirst jetzt im Laufe der Stunden noch genug Mounts sehen. Ja, ich glaube auch. Ja, ich allein habe fast 300, also. Ich versuche, ein bisschen Abwechslung zu machen. Ich wollte gerade sagen, von dir kenne ich ja schon ein paar, aber noch nicht alle. Ja, viele sind halt auch so die Standard-Mounts, die hast du ja teilweise selber, ne? Ein paar habe ich selbst. Nicht viel, aber ich habe. Flamur, Hallöchen! Ich wollte gerade erst guten Morgen sagen, aber guten Morgen ist vorbei. Guten Mittag. Ja, Mahlzeit. Gott. Okay. Ich ahne schon. Ich sterbe sonst wieder. Ich habe kein Ziel. Ich habe da ein Gefühl für. Ich brauche ein Ziel. Ich will fliegen. Ich muss zuerst etwas anderes. Mit 30 bin ich der Meinung, ne? Ja, mit 30. Ich muss sie aber noch mal kurz ein bisschen leiser machen. Ja, weil heute schreit mich gefühlt alles an. Nicht nur die Alerts schreien mich heute an, sondern ja auch. Kitty muss ich vorhin auch leiser machen. Jo. An einem Sonntag schon um 7 online. Ja. 6.38 Uhr habe ich, glaube ich, den Stream gestartet. Und jetzt 24 Stunden durch, ne? Jetzt ziehen wir durch. Ja. Also gut, Kitty nicht. Kitty hält, glaube ich, keine 24 Stunden durch. Ich mache so lange, wie ich schaffe. Ja. Bin zu alt für den Scheiß. Ich frag mich mal. Ich bin auch zu alt. Machen meine Knochen nicht mehr mit. Was ist jetzt die ganze Zeit nur? Aber hey, 5 Stunden haben wir bald. Ja. Noch geht's ja. Ich glaube, ich habe auch nur zu einer guten Zeit angefangen. Wie ich sagen kann, okay, das schaffe ich nur irgendwie.
So, jetzt muss ich glaube ich auch nach da unten und die Quests machen. Raus mit der Sprache. Hab ich da einen Flugpunkt schon hin? Die dunkle Fürstin schützt. Ich fehl noch 19. Du kannst von denen, da wo man dieses Bomben macht, kannst du dich hinfliegen lassen. Stimmt, da wo ich aus Versehen draufgeklickt hatte. Genau. Ich war hier genau. Schon mal. Ich hab mit der Flugreiterin da schon gesprochen. Ich kann einfach von da aus fliegen, wo ich bin. Ach, da ist unser Quest. Das hier brauche ich zum Beispiel nicht mehr lesen. Das habe ich schon alles durchgelesen. Also WoW finde ich an sich super. Ich mag halt den Großteil der Community halt nicht. Weil das meiste, was ich erlebt habe, ist aber halt in anderen Streams gewesen, dass die Community einfach verdammt toxisch ist. Und da hatte ich halt immer Angst davor, Innis zu machen und sowas. Deswegen habe ich immer allein oder mit Dufte halt die Story so ein bisschen hier, ne, alles mal so durchgequestet. Mit meinem Main bin ich ja schon hier oben in Sherrard. Ja, also was die durchschnittliche Freundlichkeit angeht, also, stimmt das auf jeden Fall. Also so, wenn ich Leuten so auf dem Feld begegne, war es tatsächlich gar nicht so wild. Da habe ich tatsächlich auch ne, Leute erlebt, die gesagt haben, hey, komm, das ist so ein Questboss, Bock, kurz den zu machen, fix durch, jo, okay. Schnell in die Gruppe rein, das Ding gelegt, wieder raus. Das war zum Beispiel nett. Aber was ich dann teilweise bei Leuten in Innis gesehen habe, da dachte ich nur, oh Gott, bitte nicht. Ja, es ist halt random, ne? Manchmal kriegst du nette Leute, manchmal nicht. Aber ja, klar. Also gefühlt, ich habe es nie gemessen, aber gefühlt ist es halt wirklich so, dass man häufiger die etwas ekligeren Gruppen kriegt. Aber vielleicht ist es einfach nur so, weil man sich die ne, mehr einprägt oder so. Das kann auch sein. Ich hab die Mission fürs Höllenfeuerwoll wegbekommen. Sehr gut, ja, da könnte man dann später auch rein auf jeden Fall. Und Blutkessel dann. Ja, ich habe irgendwas hier auch mit dem Höllenfeuerwollwerk gedöns. Quest habe ich auch schon. Ich weiß auch nicht, wie die lange ich die schon habe. Ich denke aber wesentlich freundlicher als in LOL. LOL kann ich nicht beurteilen, das habe ich tatsächlich nie gespielt. Ja, LOL ist auch sehr schlimm. LOL ist extrem schlimm. Ich hatte meinen Kumpel, der das hart gesuchtet hatte, ist aber schon Jahre her. Da kam da halt ja so gerade der Hype. Und ich habe mir das nur angeguckt und dachte so, was das für ein Rotz? Das spiele ich nicht. Da habe ich mich aber direkt unbeliebt gemacht bei der Person. Wir waren danach keine Freunde mehr tatsächlich. Der hat das ein bisschen zu persönlich genommen. Dann dachte ich nur so, okay, ja, dann weiß ich, was für eine Art Spieler du bist. Gut. Schon very serious. Ich glaube, hier draußen müsste noch so ein Turm sein. Da müssen wir so ein Raketenbündel hinpacken. Ich folge dir einfach. Das mit dem Kessel müssen wir auch noch machen, ja. Ich folge dir einfach. Ja, hier gibt es ganz viele Quests nebeneinander. Hier haben wir jetzt echt viel zu tun bei dem Lager. Ich erinnere mich noch. Es ist ja tatsächlich schon recht lange her, dass ich hier war. Ich erinnere mich noch. Ich habe dir da so eine riesen Story-Session gemacht. Ja. Nur die Story erzählt. Ja. Ja. War auch ein guter Abend auf jeden Fall. Ja, wir hatten mehrere solche Abende. Also war ich oder bin ich dir bis jetzt auch noch dankbar für. Oh. Hat auch mir Spaß gemacht, so Lagerfeuergeschichten zu erzählen. Das stimmt, hätte man eigentlich echt machen können, sich einfach so ein Lagerfeuer hinstellen und dann die ganze Zeit einfach nur sehen statt spielen. Wäre auch gut gewesen. Ja, kann ich das nicht irgendwie ausstellen? Ich weiß nicht, was anvisieren muss. Ich will echt jedes Kraut da einzeln reinwerfen. Ja. Naja, wir sollen Blut kochen, ne? Also ich soll auf jeden Fall Blut kochen. Ja, kocht immer das Blut, ich hau hier die Käfer. Okay. Blut, Blut, Blut. Das ist alles, was ich hab. Blut, Blut, Blut. mehr Blut hab ich nicht. Scheinbar. Aber mehr Kraut. Sammeln wir einfach. Ich habe kein Ziel. Ich muss näher ran. Jetzt habe ich wieder
Oh, ja, bei mir ist auch durch. Ich glaube, wir müssen noch mehr Orks hauen. Nein, das muss jetzt gehen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, jetzt habe ich 4 Blut schon mal und 11 brauche ich insgesamt. Ich habe 5. Ich habe kein Ziel. Ich habe nur 5 Blut. Eine Watchtime von 15 Stunden und 30 Minuten. Nicht schlecht, Amor. Nicht schlecht. Yeah. Na, soll ich nochmal dem Teufelshatcher in die Arme laufen? Das interessiert mich jetzt aber auch. Also es wäre jetzt... 17 Tage. Also ich kann schon wiederbleiben, ne? Er soll. Darfst du es gerne ausprobieren? Komm, ich mach's nochmal, weil es so lustig war. Hallo! Ich kann auch wiederbeleben. Hi. Aber sie hat einen Hit hat sie ausgehalten. Wenn nur an ihre Leiche rankommen, oder? Das war kein One-Hit. Da musst du zweimal zuhören. Schade, ich bin kein One-Hit-Wonder. Schade. Da liege ich einsam und alleine. Allein. Niemand, wirklich niemand. Dann komme ich. Ah, schön. Ja, annehmen. Hi. Da liegt der Schmutz. Ey! Wie nennst du meine Katze? Achso, ich habe ja noch meinen. Apropos, wo ist meine Katze? Katze? Ja, ist so. Salem. Warte mal. Da! Nein, kein Kampf für Salem, komm her. Ah, oh, schön. So, weiter Blut sammeln. Aua. Ich brauche ein Ziel. Wie viele Skarabäen wollen Sie haben? Etwas anvisieren. Ganz genau. Alter. Ist ja aber erstmal das Blut komplett zu Ende. Dann fülle ich da alles rein. Ich hab mal Spaß. Ich könnte es vielleicht sogar schaffen. Genau einer fehlt! Willst du mich verarschen? Ich habe ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ach, komm! Respawn doch direkt vor. Vielleicht wird er das Alter. Oh. Toll. Ich geh da noch mal einen suchen. Ich habe kein Ziel. Oh. Sehen die da drin auch? 9. Noch 2 Bluttropfen euch. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Toll. Grillock! Grillock, Finsterauge. Diese Namen, ey. Komm her, put. Ja! Letztes! Geil! Kommt her, ihr Klein! Ich kann das nicht angreifen. Oh, ich hab nur wieder meine Katze angeklickt! Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja! Ich versuch's doch! Ich brauche ein Ziel! Es werden immer mehr!
Alter. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Ja, gut, Frisches übertreibt mit seiner Watchtime. 2 Monate, 2 Tage und 14 Stunden. Frisches, hast du nichts Besseres zu tun, als mir zuzugucken? Alter. Das schon? Das wird voll übertrieben. Ich glaube, so viel Zeit habe ich bei gar keinem. Uff. Ich glaube auch, Frisches hat auf jeden Fall am meisten. Sein Leben ist jetzt so schon, ja, ich merke schon. Er sieht mich jeden Tag. Und dann guckt er mich auch noch hier. Man muss doch langsam mal zu viel. Wir könnten jetzt eigentlich ins Lager reingehen. Echt? Und dann müssen wir noch den Chef vom Lager enthaupten. Diese Kräuter, die du sammelst, brauche ich glaube ich auch, ne? Ja. Wahrscheinlich. Ich sehe die Dinger nur nie. Ich sehe sie dann, wenn du dran bist. Schön. Schön. Ich folge dir. Mein Leben wäre so trist und langweilig. No. Oh, Frisches. Ich habe kein Ziel. Ich schmelze ja selten dahin, aber. Da fließt du gerade. Da! Mein Herz ist Kraut! Keiner freut sich so über Kräuter, außer gewisse andere, vielleicht, die gerne Kraut rauchen. Gothic! Die sind ja bekannt für ihr Sumpfkraut-Schnüffeln. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Ich weiß, dass ich kein Ziel habe. Ich habe kein Ziel im Leben. Kräuter. Der Mord ist aber cool. Der will dich immer dann touchen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Kitty! Ja? Hi. Ich hab dich gar nicht bemerkt eben. Ich bin auch klein und putzig, mich besieht man nicht. Na du, bist du öfter hier? Warum wusste ich das? Und das war der gar nicht. Alles ist der, glaube ich, der Stallmeister oder so. Irgendeinen müssen wir hier auf jeden Fall enthaupten. Ja, wir enthaupten einfach alles. Ja, dann um sicher zu gehen. Mit ihrem Kopf. Ja, ab mit ihrem Kopf. Er erinnert mich an Alice im Wunderland. Ab mit dem Kopf. Nicht so still, ich hab doch keine Füße. Weißt du, das ist sonst ein Mappa-Spruch mit ihrem Lala. Ich habe kein Ziel. Ich kann das nicht angreifen. Ich habe kein Ziel. Ich kann das nicht angreifen. Ah, ja. Ich klick doch schon. Der Wahres. Oh, ich brauche diese Kräuter. Ja, die liegen draußen noch eine ganze Menge. Ich gehe jetzt das Blut kochen. Viel Spaß. Blutwurst? Blutwurst. Ja. Ich mach Blutwurst. Geil. Ich werde wahrscheinlich an den Skarabäen sterben. Oh. Wenn da so viele kommen. Ja, ich muss auch noch 2 Mal reinschmeißen, da. Ich nicht mehr. Ich werf jetzt 11 Mal rein. Ich brauch Kräuter. Ich geh Kräuter sammeln. Wenn ich welche finde. Kräuter. Ich hasse Kräuter sammeln. Nee, das ist ein anderes Kraut. Das ist nicht das Kraut, was wir suchen. Dies sind nicht die Kräuter, die wir suchen. War das so ein Jedi-Mind-Trick? Ja. Da, Kraut! Hey, Mensch! Ich find's doch mal. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Es ist schon tot!
Da gibt's nichts mehr anzuvisieren. Ich brauche ein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Jetzt wäre ich gern Krieger mit meinem Wirbler, ey. Können wir mal eine Weile setzen. Jetzt würde ich gerne Garen machen und einfach mich im Kreis drehen wie ein Blade. Spin Force. Ich brauche ein Ziel. Okay. Ich habe das Reich der Kräuter gefunden. Ich habe kein Ziel. Das Reich der Kräuter. Ich brauche ein Ziel. Hier sind so viele. Ich weiß gar nicht, was ich damit alles anfangen soll. 5 von 12. Ja, machst du einen Kräuterladen auf? Huja! Für Tee. Balsam. Räucherkram. Balsam rauchen. Balsam für die geschundenen Seelen. Ja. So, brauchen wir aber eine ganze Menge am Ende des Abends, Tages. Mm. Vor allem Duft und ich. Ja. Wir liegen da wahrscheinlich einfach morgen nur noch in der Ecke und machen nichts mehr. Ah, du hast mein Duft, mein Kräuterparadies gefunden. Ja, hier ist super, aber auch überall die Geier, ne? Ja. Nein. Ich spreche über dich. Ja, klar, mich siehst du, oder was? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ach komm, lass mich da. Ich bin eine kleine Blutelfe. Lass mich. Ich brauche nur 2. Ich hätte gerne AOE-Attacke. Als Priester dauert, glaube ich, eine Weile. Kraut. Holy Nomi, glaube ich, irgendwann mal. Kraut. Oh, Gefühl, Fötchen möchte ein paar Kräuter haben. Ich brauche nur eins. Ja, ich hasse solche Sammelsachen. Hill lieber. Ja, eine Gruppe auf jeden Fall besser. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja, ich muss sagen, in der Gruppe ist das alles sowieso schon angenehmer. Es entschleunigt das halt auch alles ein bisschen so, ne? Ja, das stimmt. Es ist alles nicht immer so eine Hektik. Man muss sich halt dann die Zeit nehmen. Ein gutes hat WoW aber bei mir. Da vergeht die Zeit immer so verdammt schnell. Ja, auf jeden Fall. Ich krieg's in WoW tatsächlich kaum mit, wie schnell die Zeit dann eigentlich vergeht. Ich denke mir halt immer so, oh scheiße, schon so spät. Ich spiele WoW meistens, wenn Frisches nicht da ist. Also FF14 hat auch so einen Suchtfaktor, nur zur Zeit. Ist es halt so, ich habe keinen Bock auf Innis, zumindest nicht alleine. Zuerst etwas anvisieren. So. Und WoW ist dann halt immer so ein Zwischending. Kann ich aber nur spielen, wenn Frisches nicht da ist, weil sonst kriege ich nichts mehr mit. dann kommt er irgendwann rein und dann... Schatz! Und ich krieg da erstmal wieder einen Herzinfarkt. Ich habe kein Ziel. Oh, ja. Geht die Karte mal aus dem Flur? Ja, ich bin jetzt bei 11 von 12. Ich muss noch zuerst etwas anvisieren. 2 Stück. Ich brauche ein Ziel. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Blut ist durchgekommen. Ich kann das nicht angreifen. Hey, Alter. Ich muss zuerst etwas. Massenschlachtung. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Ja, ich weiß, dass ich kein Ziel habe. Oh Gott. So, dann jetzt gehe ich Kräuter sammeln. unerschütterlicher Fußsoldat. Naja. Ja, wir können ja schon mal abgeben und dann. Ja, stimmt. Lange auf Kitty warten und dann können wir direkt weitermachen. Die Kräuter müssen ja langsam wieder spawnen. Diese Rakete, ey. Die ist cool. Ja. Ich
habe leider keine Gruppen-Mounts, Partner-Mounts. Ich glaube, das günstige gibt es für, ich glaube, 10.000 oder so. Erste Mammut. Ich bin halt einfach mal bei 20 Gold. Ja, hier habe ich jetzt auch nicht viel. Ich habe jetzt 8 Gold. Ich bin jetzt bei 26. Kraft, vorwärts zum Sieg. Ich weiß gar nicht, wie viel Gold mein Main hat schon. Für die Horde. Ich glaube, mein Main müsste jetzt bei 300 sein. Ich bin von den Verlassenen. Ungefähr. Vielleicht mehr, vielleicht weniger. Ich habe mir nämlich gerade das schnelle Fliegen geholt. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich jetzt habe. Ich sollte mein Inventar mal leeren. Ja. Meinst du noch ganz okay? Ja, ich hab meins halt immer mal wieder, aber jetzt schon seit einer Weile nicht mehr. Ich weiß gar nicht, welche Taschen heutzutage die besten sind. 30er Baggy. Also es gibt noch größere, 32er. Aber die sind auch schweineteuer. So für die 8 Platz mehr. Glaube ich fast den 10-fachen Preis ausgeben, ah, ich weiß nicht. Ja, gut. Da überlegt man sich das, glaube ich, zweimal. Ja, aber so 30 Platzbehälter sind gerade so, sag ich mal, so the way to go. Sind das immer noch die Frosttaschen oder wie sie hießen von damals? Entweder Tiefseebeutel von BFA und aktuell gibt's die Schleierstofftaschen. Das War for the Lich King ist was, was ich wirklich aktiv noch gespielt habe. Ja, da waren ja, glaube ich, die größten, die 24er, die verzauberten Froststoffdinger. Ja, genau. Dann gab es noch ein paar Epics, die größer waren. Hier tragbares Loch. Ah ne, das kam erst mit Cutter. Cataclysm habe ich nur gleich angespielt. Pandaria habe ich leider dann gar nicht mehr gespielt. Da habe ich aufgehört. Jetzt zu Shadowlands habe ich wieder sozusagen angefangen. Ja. Ich, die seit 2 Jahren in Burning Crusade rumhängt. Hi. Hi. Ich komme halt irgendwie einfach nicht weiter. Also doch, ich komme weiter, aber irgendwie. Mit dem ersten Char habe ich nichts gelesen. Mit dem zweiten Char habe ich dann, ja, bis Sherrard bin ich gerade. Hier in dem Gebiet tourne ich gerade rum. Mit dem anderen. Sherrard. Hm? Also wie gesagt, hier unten. Alles andere kenne ich noch nicht. Netersturm und Schattenmund habe ich dir gefallen. Ich bin mal gespannt. Also, was ich richtig geil fand, war Nagrand. Das Gebiet hier fand ich richtig toll. Nagrand ist auch sehr schön, ja. Die Wälder fand ich jetzt nicht so. Höhenfeuer-Halbinsel ist interessant, aber. Zangermarschen ist eigentlich alles blau, finde ich geil. Aber halt sehr eintönig, finde ich. Aber Nagan finde ich bisher richtig, richtig geil. Und bei den letzten zwei Gebieten bin ich echt gespannt, wie es da aussieht. Hallo! Yay! Hallo! Kitty! Hallo Zeichen. Pommes Rudi. Ja, Pommes Rudi. Ja, so heißt doch mein Schokobo. Ich weiß. Ja. Oh, was habt ihr sonst noch für Aufgäbchen für mich? Bitte? So, Aufgabe annehmen, Aufgabe annehmen. Ja, sehr gut. Dann gehen wir nochmal in das Lager rein. Mhm. Und dann müssen wir uns, glaube ich, nur noch nach links bewegen von der Karte her. Haben wir die Ecke, glaube ich, schon durch. Yay. Ich komme auf meine Hähne hinterher geritten. No. Ich will einen reitbaren Murloc haben. Ist halt wirklich so, ey. Ach, und jedes Mal, wenn du springst, kommt der Murloc-Sound. Ja. Ich will eigentlich nur einen Drachen haben. Es lässt sich, glaube ich, ab so Level 30, 40 rum eigentlich easy organisieren, so ein Drache.
Also Warps of Lich King in Zeiten, wo ich meinen Skelettdrachen hatte. Ja, na, den gibt's ja immer noch. Ja, ich hab ihn leider nicht mehr. Der ist ja jetzt ein anderer Account von als damals. Ach so, ja, das ist natürlich doof, aber du kannst ja immer noch machen. Also, die Erfolge sind gerade jetzt so alleine auch jetzt nicht mehr so schwer. So, die müssen jetzt die Häuser hier abbrennen. Na toll. Wieso hab ich gar nicht? Wie, die hast du gar nicht? Die Mission hab ich nicht. Hast du die anderen hier schon gemacht? Nö, eigentlich nicht. Ich habe gerade auch eine angenommen. Brennt sie nieder. No. Ja gut, dann muss er halt nochmal. Das ist ja nicht das Problem. Jeder Gang macht schlank. Und jeder zweite geht in die Breite. So, wir müssen, glaube ich, hier die Peons oder so töten. Die haben die Fackeln. Ja, irgendeine habe ich gerade, glaube ich, auch bekommen. Ja, genau. Das sind, glaube ich, die Peons, die die Fackeln droppen. Den können wir dann die Hütten da anzünden. Benötigt Schmiede das blutenden Auges? Was? Ja, du musst die erst hier an der Schmiede entzünden, stimmt. Ach, aber da. Was. Okay. Ja, gut. Bitte erklärt's. Ich glaube, wir sollten genug haben. Ich habe jetzt 3. Ja, ich auch. Gleich. Jetzt. Okay. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite, aber kann schießen, oder was? Du bist ein Eumel. Ja, das kommt an. Wenn du ihn anspucken wolltest, musst du näher ran, auf jeden Fall. Ich wollte ihm eigentlich nur einen Pfeil verpassen. Ich habe kein Ziel. Noch Kaserne und westliche Hütte brauchen wir noch. Was sind du für ein Eumel? Wo bist du? Ich muss zuerst etwas analysieren. Was müssen wir da oben machen? Ah ja, das ist die Kaserne. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich habe kein Ziel. Ich habe kein Ziel. Ziel nicht, ja, es ist ja auch hinter mir. Oh. Ich muss näher ran. So, wir müssen jetzt noch so ein grünes Auge einfallen. Das dürfen wir jetzt nicht alles kaputt schlagen. Wir fliegen hier so durchs Camp rum. Kitty, was hast du noch für Quests hier? Hier gar keine. Ich habe eine weiter rechts. Das ist der leeren Grad. Ja. Achso, dann bist du hier vielleicht schon fertig. Hast du die Häuser hier schon abgefahren? Hier ist ein grünes Auge rechts von mir. Oh ja, sehr gut. Ich hau es einmal da. Dann sehe ich die Erdbekomme. So, jetzt braucht Völchen noch eins, ne? Ja, eins brauche ich noch. Mal gucken, wann und wo eins jetzt spawnt. Oi, klein. Oi, klein. Hey, es wirft ein Auge auf dich. Ja. Ist auch keins. Ist aber auch ein sehr neidischer Blick, ne? Ja. Ich muss zuerst etwas analysieren. Manchmal. Ich habe kein Ziel. Wie immer, es ist ständig. Ist ja grün vor Neid. Grün vor Neid. Sicher, dass ich mir nicht einfach nur schlecht ist?
Nee. Gut, es kommt keine Reaktion. Das ist Antwort genug. Kurt. Danke. Ja. Ich muss zugeben, ich hatte gerade einen kurzen Gehirnaussetzer. Alles gut. Also ich habe einmal ganz kurz so düd abgeschaltet. Für so ein paar Sekunden. Ja, also nimm mir beim Wecker kurz auf Snooze gedrückt. So. Es ist halt absolut, ich meine, absolut immer noch nicht so meine Uhrzeit, ey. Na doch, jetzt schon. Jetzt schon. Seit 9 Uhr ist es wieder meine Uhrzeit. Ich brauche ein Ziel. Von der Uhrzeit aus, wo ich ins Bett gegangen bin, hätte ich normalerweise so bis mindestens 14 Uhr durchgeschlafen. Ja, das ist halt. Du hattest halt einen inneren Wecker. So nach dem Motto: Ah, wird hier streamt. Ja, da bin ich jetzt aber wach. Wenn ich das, also wenn ich das immer habe, wäre ich ein perfekter Mod. Oh, dann fällt dir das Live auf, den. Let's go. Das wäre schon. Ja. Ey, sag mal, wo sind die scheiß Augen? Ja, wir könnten höchstens vorm Lager nochmal gucken, dann gibt es auch ab und zu mal welche, aber ich glaube, die haben wirklich gerade alles ausgerottet. Los, Hygiene, lau! Warum oh, guck mal, kann ich nicht wegen? Direkt ein Auge vor dem Ding. Auge. So, die anderen Typen mal hier weg. Nein. Ist verschwunden. Ist gerade von selber verschwunden? Ja. Ach komm! Okay, das wusste ich nicht, dass die da verschwinden. Oh, Chris. Ich guck ja noch mal weiter. Was für eine doofe Quest. Die ist speziell, ja. Speziell ist schon gar kein Ausdruck mehr. Oh. Äuglein. Stell mich jetzt hier auf den Berg und guck mal. Kleines Äuglein. Oh Gott, ah! Ich glaube, die ist so weit gegangen. Hättest du mal Flügel wachsen lassen mit dem Fuchs, ne? Ich würde verlangsamen, ich verfolge den Gegner. Oh, Mama. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Äuglein. Auge! Ach, komm schon. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Du kleines. Ja, wir müssen ja das Quest-Item halt auf das Auge benutzen. Ja, hatte ich gerade. Ich hatte es gerade angeklickt. Es hat gerade so gemacht und dann verschwindet das Ding. Gerade angeklickt zur Sekunde. Du kleines, kleines, mieses. Ich bin der Meinung, dass auch, glaube ich, die Akolyten hier oder, nach einer Weile die beschwören. Dazu müssen sie halt länger leben als irgendwie 2-3 Sekunden. Ja. Ich musste fliehen. Ich musste mich unsichtbar machen, sonst wäre ich gestorben, ey. Alles gut. Wir freuen ja nicht, dass du stirbst. Muss ich jetzt. Aber was essen wir denn zum Mittag? Ein Fuchs. Lalas? Ich habe mich schon auf Wildgulasch gefreut. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ah, oh, was habe ich denn hier? Raubtierinstinkt. Ja, Tierbegleiter. Huch. Oh Mist, jetzt habe ich irgendwas. Huch. Egal. Ja. Augen. Ich glaube, das Problem hatte ich damals schon. Ach, ist auf jeden Fall eine hervorragende Quest, ja. Sehr gut designt. Kann ich machen. Kann ich machen. Alles gut. Wenn mich die beiden Herren beschützen.
Ja, aber sicher doch. Dann kann ich das auch jetzt ganz schnell machen. Kann ich das nämlich gleich mit dem Klogang gucken, wenn Energy treibt. Nur vorher Schuhe anziehen. Ja, ansonsten gehen wir zurück zu dem zu der Flugdame, die ist ja links und direkt, wo das Lager ist, da sind wir auch sicher. Dann kann ich nämlich auch pinkeln gehen. Okay, dann laufen wir da schnell hin. Ich muss ja eh nochmal zurück. Irgendwann. Reit hier. Laufen ist für Anfänger. Also ist jetzt nicht so, als hätten wir nicht genug Zeit, ne? Du, also die Zeit wird langsam knapp. Es sind schon 5 Stunden 17 weg, ne? Es wird langsam knapp. Also wenn wir nach 15 Stunden immer noch hier sind, dann mache ich mir Sorgen. Ich glaube, nach 15 Stunden sollten wir zumindest in einem anderen Gebiet schon sein. Ja, ich hoffe es. Ich denke es mal. So. Ich habe die Hoffnung. Hier sind wir sicher. Ja, hier wird alles weggeprügelt. Jo, dann bin ich gleich wieder da. Nicht weglaufen. Ja.